Heute müssen wir in Markatur wirklich Glanzleistungen abliefern, denn beim Bowser Junior Cup ist die Rangliste aktiv und hier gibt es sogar eine neue Strecke. Die Kalimari-Wüste, Alter, wie geil. Das ist eine sehr, sehr beliebte Map vom Nintendo 64 Mario Kart. Mario Kart 64. Werfen wir gleich einen Blick drauf. Vorher gehen wir natürlich wie so häufig in die Gascha-Hölle und hoffen auf eine goldene Röhre. Komm schon! Bitte! Ich traue mich nicht hinzusehen. Ah, sie ist grün. Sie ist grün. Aber wir haben letztes Mal auch von einer grünen Röhre etwas Tolles bekommen, nämlich Roy, einen der Cooperlinge. Was springt diesmal raus? Bitte kein Baby, bitte kein Baby, bitte kein Baby, bitte kein Baby, bitte kein Baby. Mann, warum? Diese scheiß Drecksbabys, ich kann sie nicht mehr sehen. Und wenn, dann gib mir doch wenigstens Baby Rosalina. Man bekommt zu gefühlt 50% ein Baby. Außer mit mir, da ist alles sicher. Nochmal. Und wieder grün. Wieder grün. Wir hatten schon lange keine goldene mehr. Die Pilzkarre. Haben wir noch nicht? Als ob. Ja, okay. Hatten wir wohl tatsächlich noch nicht, aber auch da hält sich meine Freude jetzt eher in Grenzen, muss ich sagen. Aber gut. Wenigstens nicht noch ein Baby. Nehmen wir mal Bowser. Der ist am besten gelevelt für die Kalimari-Strecke und dann die Sachen hier, die so mittelprächtig gelevelt sind. Aber hey, durch gutes Fahren können wir uns durchsetzen. Jetzt schauen wir erstmal, was die Kalimari-Wüste hier in Mario Kart Tour zu bieten hat. Auch die wurde für Mario Kart 7 einmal geremaked. Heißt, die Strecke, die wir hier fahren, müsste auf der Mario Kart 7 Version basieren. Da gibt es auch da links, wie wir gerade im Trailer gesehen haben, eine Möglichkeit zu fliegen. Allerdings nur, wenn man einen Pilz hat, richtig? Genau, man muss da rauffahren. Aber dafür eben durch den Sand. Das geht nur, wenn man einen Pilz hat. Genauso wie hier. Auch da. Was? Ich wurde einfach von dem Ding abgestoßen. Wie von meinen Eltern. Was soll das? Man kann diesen Panzer tatsächlich nur nach vorne werfen, kann das sein? Ich habe es nämlich wirklich intensiv nach hinten geschossen. Also zumindest gewischt. Aber es ist nichts passiert. Im Gegenteil, er hat ihn nach vorne weggeballert. Seltsam. Ich meine, am Anfang des LPs hätten wir hin und wieder mal Bowser-Panzer auch nach hinten geschmissen, aber das war dann wohl ein Irrtum. Und wie mache ich das? Ach so, der Zug ist hier gar kein Hindernis. What the fuck? Ihr habt vielleicht gesehen, ich wollte unbedingt bremsen. Was damit zusammenhängt, dass der Zug eigentlich ein Hindernis darstellt und man da ja entweder schnell durchfahren sollte oder eben abbremsen muss. Das war die Besonderheit dieser Strecke. Das war auch ein bisschen ätzend und unfair teilweise. Aber das hat die Strecke einfach besonders gemacht. Bis heute. Im gesamten Mario Kart-Universum gab es so etwas Ähnliches nicht mehr. Ja, und ich fand das geil. Ich fand das wirklich geil. Weil es auch recht häufig richtig knapp war. Das sollte man im Real Life natürlich nicht machen. Aber da gibt es ja auch Schranken, die sowas verhindern. Aber es war einfach richtig geil, wenn du als Erster gerade noch so durchgekommen bist und alle anderen mussten stehen bleiben. Gerade mit Freunden war das einfach nur. Hat richtig geschmeckt. Level 14 erreicht. 100 Münzen gibt's dafür. Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Preise für die Level-Ups größtenteils lächerlich findet? Wenn man Rubine bekommt, ist es ja noch okay. Aber was will ich mit 100 Münzen? Das ist halt fast nichts wert.
Und sowas für Level 14. Kann man doch eigentlich nicht bringen, meiner Meinung nach. Aber gut. So, die Leistung katapultiert mich schon mal auf Rang 13, aber ich will selbstverständlich auf Rang 1. Und hier sind sogar ein paar dabei, die gar keine Punkte haben. Wie geil. Es ist ja Zufall, mit wem man in einer Gruppe ist. Und wir haben Glück, dass wir größtenteils mit Losern zusammen sind. Und noch mehr Glück, dass es hier ein neues Kart gibt. Das ist, glaube ich, für Donkey Kong. Ja, Donkey Kong Elegantia. So ein richtig schönes Fasskart. Ja, jetzt bräuchten wir halt nur noch DK oder Diddy, nicht wahr? Leider warte ich da immer noch drauf und ich sehe es schon kommen, ich werde sie vermutlich im ganzen Let's Play nicht kriegen. Ich hatte einmal die Option, Donkey Kong zu kaufen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Oder ich hatte das Geld nicht, ich weiß es nicht. Ich bereue es sehr. Klar, es gibt hier, schau mal hier, ein Sonderangebot. Für 43,99. Man kriegt zwar auch 90 Rubine und ein Schnellticket, aber das lohnt sich halt wirklich gar nicht. Das ist lächerlich, sowas als Sonderangebot anzupreisen. Aber naja. Tokyo Tempo Tour. Diesmal die normale Version. Wir sind ja tatsächlich schon die X-Version gefahren. Im allerersten Cup. Weiß auch nicht genau, warum. Aber so ist es. Jetzt sehen wir mal, wie die Strecke ohne diese zusätzlichen Rampen und so auskommt. Und ich bin da sehr gespannt, weil ich ja nicht so überzeugt von der Strecke war. Also ich war jetzt selbst nie in Tokio und kann nicht sagen, wie krass das jetzt an Tokio angelehnt ist. Da werden bestimmt ein paar Sehenswürdigkeiten dabei sein. Aber ich finde den Streckenverlauf halt auch einfach ganz langweilig. Da wäre mehr drin gewesen, finde ich. Wie ich schon mal sagte, so eine kurze Passage durch einen Tempel oder so. Sagt man da überhaupt Tempel zu? Alter, was geht denn jetzt ab hier? Jeder wird von irgendwas getroffen. Keiner kommt mehr vom Fleck. Und hier ist offensichtlich ein Yoshi-Ei hochgegangen. Megapilz sei Dank, dass wir da noch im Rennen sind. Aber, naja, durch die Schoße vom Anfang hinken wir etwas hinterher. Mal sehen, was man da noch machen kann. Vorsicht, Bob-Omb. Die abkürzen jetzt wenigstens. Und wieder groß werden. Platz 2. Komm, schnapp dir den ersten. Und baller dich ins Ziel. Oh mein Gott, was eine Katastrophe. Jetzt haben wir hier zwar nicht super viele Punkte gesammelt, aber wir sind Erster geworden. Die Frage ist, reicht das für alle Sterne? Weil ich habe wirklich wenig Punkte gemacht. Musste aber auch gucken, dass ich nach vorne komme. Ich konnte jetzt nicht so sehr auf Driften und so achten. Wird das das erste Mal sein, dass in der Tokyo-Tour nicht alle 5 Sterne geholt werden? Ich befürchte es fast. Ich denke, 5000 wollen die haben. Nee, nur 4K. Okay. Gut, das ist ja recht fair. Da haben die Entwickler das wohl tatsächlich mit einberechnet, dass hier, ja, nichts los ist. Die Strecke ist und bleibt lame. Ich mag sie nicht. Leider. Rang 12. Aber der erste hat 15.000, ne? Das kann man schaffen. Und ich habe ja auch noch 3 Tage Zeit, also ich muss das jetzt nicht hier in dem Part regeln. Aber das Ding ist, mir fehlen halt die perfekten Charaktere, um wirklich sicher zu gehen. Zumindest auf der zweiten und dritten Strecke. Nee, auf der ersten und dritten, so rum. Komm, wir nehmen jetzt mal Roy. Und diese Kart-Gleiter-Kombination. Werde das wahrscheinlich sowieso noch off-cam machen. Weil ich garantiere euch eins, ich will den Hauptpreis. Wir werden Erster sein. Ehrenwort.
Und nun Cooper Großstadtfieber rückwärts. Das kann auch sehr interessant werden. Alter, 3 Bob-Oms. Wow. Einfach mal den Tunnel gesprengt. Läuft. Die Strecke ist ja glücklicherweise nicht so schwer wie in Mario Kart 8. Wobei, was heißt glücklicherweise? Eigentlich ist es auch ein bisschen traurig, dass die so hart vereinfacht wurde. Man spürt die Regentropfen halt wirklich gar nicht mehr auf dem Asphalt. Da ist gefühlt gar kein Rutschen. Ich habe nur gesagt, zum Glück, weil ich die Strecke ja nicht sonderlich mag. Aber objektiv betrachtet ist es eigentlich traurig. So, und was ist denn mit den CPUs los? Die sind jetzt auf einmal so richtig schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Also packen wir die Bomben aus und fahren selber in sie hinein. Ich war mir sicher, ich treffe die. Und dann fahren die einfach an denen vorbei. Ja, das war's jetzt natürlich. Da ging das Attentat schief. Wieder 3 Bob-Bombs. Ich brauche... Panzer. Oder sowas. Siehst du, das bringt mir alles nichts. Weil da musst du halt wirklich genau treffen damit. Ja, super. Peach hat Herz. Ich kann sie nicht treffen. Kann nur hier noch versuchen, an ihr vorbeizukommen, aber... Platz 4. Oh je. Also 3900 Punkte reichen auf gar keinen Fall. Das müssen wir tatsächlich nochmal machen. Schade. Roys erstes Rennen ging in die Hose. Aber war auch krass, wie die abgegangen sind. Ursprünglich dachte ich, dass die Bob-Oms vielleicht sogar gar nicht so schlecht sind auf der Map. Weil es auch hier viele enge Passagen gibt. Aber um das auszunutzen, muss man recht weit vorne sein. Und das waren wir nie. Schade. Okay, dann probieren wir es eben mit Rosalina. Aber auch ihr Spezial-Item... ist nicht so geeignet für die Strecke. Noch generell etwas kritisch zu sehen, oder? Weil diese Beschleunigungssterne kann der Gegner ja auch benutzen. Hab ich sogar im letzten Rennen gemacht. Rosalina bekommt zwar einen heftigeren Boost, aber trotzdem. Im Endeffekt hilft man seinen Gegnern. Sind da gerade wirklich 2 Bowser-Panzer entlang geschlittert? Crazy. Trotzdem ist dieser Start hier schon mal deutlich besser als der letzte. Und wir haben sogar Zeit, ein bisschen auf die Punkte zu gehen. Ah, Windschatten wäre jetzt schön gewesen. Oder irgendwelche Item-Treffer vielleicht. Komm, willst du mir sagen, diese Green Shell hat niemanden erwischt? Völlig unmöglich. Lastet mich jetzt schon ein bisschen. Als Vierter durchs Ziel. 1600 Punkte. Ey, das wird wirklich schwierig mit unseren Charakteren und Kartteilen. Man merkt, uns fehlen die Sachen. Aber es ist schaffbar. Wenn man sich reinhängt, ist es schaffbar. Und natürlich ein bisschen Glück hat. Klar. Ganz klar. Ah, kein Driftboost bekommen. Belastend. 2? Turbosterne? Ja, bringt dem Doppelpack aber recht wenig. Sowohl der eine Char als auch der andere. Nicht gerade die beste Wahl. Aber was ist da denn passiert? Die haben beide einen Unfall und ich kann nicht davon profitieren. Nein! Oh nee, ernsthaft? Jetzt haben 16 Punkte gefehlt oder was?
Aber vorhin habe ich noch einen kleinen Boost bekommen. Ist das hier auch so? Ja, aber es reicht trotzdem nicht. Wegen 5 Punkten, Alter. Wegen 5 Punkten. Ich glaube, ich flipp aus. Ab ins Ziel mit dir. Da ist sogar der Erste jetzt. In Sichtweite, aber ich lasse es. Ich behalte die Rote als Block-Item. Gebe mich mit dem Zweiten. Rosalina hat gerage-quittet. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Das ist halt schon wieder so eine Situation, die kommt nicht mal in deinen schlimmsten Albträumen vor. So, man merkt aber, dass Roy jetzt so langsam der Kragen platzt. Er hat zwar weniger Basispunkte als Rosalina, aber wenn er als Erster ins Ziel fährt und einigermaßen gut fährt, wird schon passen. Joa. Aber wenn sich der blaue Freund meldet und den Betrug einleitet, dann schauen wir halt, wie die Male zuvor, in die schmutzige Röhre. Jetzt beginne ich diese Strecke auch in Mario Kart Tour zu hassen. Mann. Aber er lässt sich nicht abwimmeln. Schaffst jetzt zwar auch nicht die Münzen einzusammeln, aber Knochenbowser mit der Banane zu treffen. Der Drift war okay. Joa, komm, das muss es sein. Das muss es sein jetzt. Let's go, Baby. Alles klar. 5100. Bam. Was war das wieder für ein Weg dahin? Krass. Reicht das für Ranglistenplatz 1? Okay. Muss ich Offcam noch ein bisschen hustlen, aber das schaffen wir. Kommen wir nun zur letzten Challenge heute. Die Riesen-Rückwärtsfahrt. Nicht mit Mario wie abgebildet, sondern mit Kimono Peach, diesem Kart und dem Goldgleiter. Los geht's! Wir hatten schon mal so ein Rückwärtsrennen. Was auch direkt startet. Das war damals auf Koopa Beach. Und ich glaube, wir haben das da sehr gut gemacht. Aber ob das mit Kimono Peach genauso gut läuft, wage ich zu bezweifeln, weil... Ja, wobei. Ich wollte sagen, weil wir ja auf ihr Item angewiesen sind eigentlich. Außer wir kriegen die Partyzeit. Dann kommen wir schon mal ganz gut ran hier. Ich habe auch das Gefühl, dass die CPUs etwas langsamer sind als bei den normalen Rennen. So, dass wir nur noch Peach treffen müssen und ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat! Das, what? Kann nur ein schlechter Witz sein. Ab ins Ziel jetzt. Ich habe keine Lust, mein Handy zu zertrümmern. Vor Wut. Fahr! Oh, lol! Okay, ich schau nie wieder in den Rückspiegel. Wie das ausgesehen hat. Oh mein Gott. Puh. Auch wieder ein Erlebnis. Es geht wieder los, Leute. Der Rage geht wieder los. Und im nächsten Cup
wird es tendenziell noch schlimmer werden. Also verpasst das nicht und lasst gerne ein Like da. Bye.